So, ihr habt lange drauf gewartet, doch jetzt kann ich euch endlich mal Hukain vorstellen. Ich habe hier den Big Black Berries. Das Ganze soll nach Traube, Beeren, Minze und Menthol, also Eis, noch schmecken. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ihr seht, die Dose ist noch zu, habe ich noch überhaupt nicht geraucht. Ist auch noch hier mit dieser Folie hier verschlossen, damit keine Feuchtigkeit entweichen kann. Und ich werde mir heute den Kopf auch in einem Kopf von Hukain bauen, und zwar in der Hukain Sevilla Limited Edition. Ich habe vorhin gerade gesehen, dass der Kopf leider schon ausverkauft ist im Online-Shop. Ja, ich werde mir heute den Kopf mit dem Lotus 2 bauen, also mit dem Lotus 2 rauchen. Und ja, dann lege ich gleich mal los mit dem Kopfbau. So, der Kopf ist fertig gebaut. Ich habe das Ganze jetzt wieder auf Höhe des inneren Rand gebaut. So hat man wieder einen leichten Abstand zum oberen Rand, und wenn ich den Lotus drauf machen werde, werde ich Noppenkontakt haben und einen sehr guten Durchzug. Der Lotus ist wie immer am Vorheizen, und ja, dann sehen wir uns gleich schon wieder beim Fazit. So, ihr seht, der Kopf ist an und das Ganze qualmt wieder mal sehr, sehr schön. Also in dem Setup hier läuft Hukain wirklich 1A. Ich hoffe auch, dass es im eigenen Kopf auch gut läuft. Aber auch hier mit dem Lotus 2, der passt perfekt drauf. Wie gesagt, ich habe leichten Noppenkontakt, und so hat man sehr guten Durchzug, und die Hitze wird auch gut übertragen. Also der Kopf kriegt genügend Hitze, auch ohne den Deckel beim Lotus drauf mit 3 Kohlen. Geschmacklich finde ich den Tabak auch sehr lecker. Ich finde, die Traube ist hier sehr stark im Vordergrund. Also die Beeren vielleicht ganz leicht im Nachgeschmack, aber schwierig zu sagen, ob ich die jetzt rausschmecke. Aber im Vordergrund ist definitiv die Traube meiner Meinung nach, und dann kommt noch eine schöne Kühle dazu. Das mag ich natürlich immer, ihr wisst es ja langsam. So muss ich meinen Traubetabak nicht mehr mischen und habe gleich einen schönen, kühlen, süßen Traubetabak. Also ja, Big Black Berries kann ich nur empfehlen von Hukain. Und ja, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch, und wir sehen uns morgen wieder.